So eine Scheiße. Und vielleicht hier? Ich kann mir vorstellen, dass sie hier rumlaufen. Ah, Schwarzer auch noch. Also ein Elite. Ready. Das hat ihn ganz gut getroffen. Ich kann sie noch einen blinden Schuss erzielen. Ja. Ready. Daimo, von dir erwarte ich nicht das gleiche, aber es wäre cool, wenn es klappt. Oh, wunderbar. Ja. Das. Oh, oh. Was für eine. Ready. Wieder nur normal. Meine Güte, was machen die damit? Ready. Schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Ja. Okay. Yo. Eis hat nur. Ready. Eine 40mm Granate an den Kopf gekriegt, was glaube ich normalerweise mehr Schaden verursachen würde. Aber ich will mich nicht beschweren. I don't believe we've located all of them yet. Aber der letzte muss dann auch hier sein. Das ist wenigstens positiv anzumerken. So. Und Raven gibt ihm den Rest. Hoffentlich mit zwei gezielten Schüssen. Every felon on this block is being dealt with. We can move out. Und wehe, keiner von euch Spasenmacken hat hier irgendwas Vernünftiges für mich dabei. Dann drehe ich aber durch. Ja, super. Munition. Genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Also das Ding, das kann man gebrauchen. Understood. Bingo. Ja, gar nichts. Senfgas. Oh, das hätte natürlich auch böse ins Auge gehen können. Okay. Was mit dir? I see something. Na gut, nichts Besonderes. Aber ja, da brauchen wir wieder Doktorfertigkeiten, bevor es hier weitergeht. Naja. Das hätte besser laufen können, aber wenigstens gehört Alma und die Mine jetzt wieder uns und. Gotta make it snappy. Ja. Und Enrico hat einen Grund weniger, uns anzumaulen. Und wir nehmen wieder Geld ein. So. What's up, dude? So, du kannst anfangen, Milizen zu trainieren. Und was mache ich denn jetzt? Ja. I'm finished. Need something to. Ich glaube, ich werde mich tatsächlich um die Samsat da oben kümmern. So, Miliz trainieren. Und genau dasselbe wird im Sektor weitergemacht. Aber zuerst werde ich noch eine weitere sinnfreie Mission machen, und zwar werde ich den Truck hierhin eskortieren. Da habe ich nämlich Bock drauf. Da er jetzt ja schon komplett mir gehört, kann ich ihn ja auch gleich mal zum Hauptlager in Cambria bringen. I'm getting better. Ja, ich glaube, das ist nicht die schlechteste Idee. Larry verbessert sich. Need something to do. Sei mit euch hier. Lernt ihr auch fleißig. So halbwegs auf jeden Fall. Naja. Geht schon, geht schon. Das ist irgendwas, was wir abgesahnen können hier. Ja, die Spektra-Weste lohnt sich auf jeden Fall. Die können wir dann nämlich später mit dem grünen Schleim austauschen und einen weiteren die bestmögliche Rüstung geben. Ja, das gefällt mir insofern ganz gut. Das bringt zwar, glaube ich, gar nicht, die Jungs auszurüsten, aber okay, wurde vielleicht schon erwähnt, es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn die Jungs ein bisschen was drauf haben für den Sturm auf Meduna irgendwann, denn ich habe so das Gefühl, dass ich dort ein kleines bisschen Bedarf an, nennen wir es mal, Kanonenfutter haben könnte. Ja? Das würde ich wohl haben. In dem Falle. So, wie geht's den letzten Leuten hier? Oh, Grunty kann Milizen ausbilden weiter. Raider ist noch Patient und sonst. Ah, ja, sonst ist eigentlich schon alles erledigt. Das sollte also bis heute Abend erledigt sein. Genauso wie die Milizausbildung hier.
My task is done. Ja, einen noch. Nee, das ist schon okay. Understood. Ja, yeah, I'm here. What's up, dude? Ja. Squad 1, jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier kurz die Jungs schlafen lassen und darauf warten, dass Raider auch wieder ganz gesund ist. So. Squad 1, Squad 1. Das wäre erledigt. Dann. Skyrider hier. Dann holen wir mal den Helikopter. I'm here, Cap. Alle Leute in den Helikopter hinein. I'm here, Cap. Und dann steigen wir mal auf den Eiskriegswagen. Hier kann man übrigens nur über Straßen fahren lassen. Und das ist auch der Grund, warum Dead Runner wahrscheinlich hier immer diese Straßenkreuzung setzt. Was ja durchaus Sinn macht in dem Fall. Gut. Dann fahren wir mal los. Diese kleine Patrouille werden wir also des Nachts erledigen. Was mir gar nicht so ungelegen kommt. Hoffentlich werden wir diesmal keine doofen Überraschungen erleben. Zack. Da stehen wir mit unserem großartigen Gefährt. Kurz noch die Waffen nachladen. Das hab ich vorhin vergessen. Bloodcats? Okay. Was für ein Glück. Dann werden jetzt erstmal die Gegner und einige Bloodcats ein paar Streicheinheiten austauschen. Mal gucken, wer gewinnt. Schade, dass ich nicht wirklich dabei zuschauen kann. Ich warte einfach, bis sich das erledigt hat. Oh. Das ist Musik in meinen Ohren. Das ist wirklich Musik in meinen Ohren, was hier gerade passiert. Ich glaube, die Bloodcats gewinnen. Ready. Okay, gewinnen wahrscheinlich nicht, aber sie machen, glaube ich, ordentlich Schaden. Ja? Noch mehr? Ready. Nee, leider noch nicht. Okay, also diese Truppe wird, glaube ich, gar kein Problem darstellen. Ein paar ausgemerkte, ausgezergelte mit Kratzspur und Bissspuren übersäene Söldner, Soldaten. Granate ist auch gefallen, die ich gehört habe. Wir gucken einfach ein bisschen zu. Da gammeln die Jungs also rum. Hier ist ein Knicklicht gefallen. Noch ein Knicklicht an dieselbe Stelle. Und es ist richtig was los. Ich bin ja fast neugierig, da ein bisschen näher ranzugehen, nur mal zu gucken, was passiert. Nee, das ist zu weit, schade. Okay, wir warten noch eine Runde. Die Jungs kämpfen ja mit allem, was sie haben, um ihr Leben. Heilige Scheiße. Hier liegt einer. Hier ist scheinbar noch nicht gestorben. Hier ist auch einer gestorben. Ganz in der Nähe. Hui. Stirbt doch mal eine von denen? Ich glaube fast nicht. Ready. Okay, jetzt sollte es zu Ende sein. Was die Geschichte angeht. Ready. So. Übrigens, leider kann man, obwohl es vielleicht so aussieht, den Wagen nicht wirklich durchs Gelände fahren. Ich habe jedenfalls nicht rausgefunden, wie es geht, wenn es geht. Oder ihn sonst wie nutzen, außer als Deckung, wenn er halt so rumsteht. So, da müssen wir, glaube ich, nicht direkt hineinlaufen in das Licht. Im Südwesten, ja. Es dürfen nicht mehr allzu viel übrig sein. Nach der Einlage. Hier sind hier 1, 2, 3, 4 Katzen oder so. Dort ist einer gestorben. Nee, wird nicht mehr viel übrig sein.
Aber ich meine, Glück kenne ich, wenn jetzt irgendeiner meine Leute spotten und dann mit dem Mörser dreimal reinschießen.